Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Katharina von Papier von mir aus Hannover. Im Mai erscheint der neue Hauptkatalog von Stamping Up und deshalb ist es Zeit, euch mal zu zeigen, was eigentlich das Besondere an Stamping Up ist und warum mir das Basteln damit so viel Spaß macht. Kurz gesagt, alle Produkte vom Papier über Stempelkissen bis zu Kordeln, Pailletten und anderen Accessoires ist alles farblich aufeinander abgestimmt. Warum das die Kreativität und die Freude am Basteln auf ein ganz anderes Level hebt, das zeige ich euch beim gemeinsamen Basteln. Los geht's auf den Basteltisch. Bevor es losgeht mit dem Basteln, wollte ich noch einmal ganz kurz das Grundkonzept von Stamping Up zeigen. Und zwar gibt es vier Farbfamilien. Das sind die Neutralfarben, Prachtfarben, Signalfarben und die Pastellfarben. In jeder Farbfamilie gibt es dann 10 einzelne Farben. Und zusätzlich zu diesen 40 Grundfarben gibt es noch 10 In-Color-Farben. Und zwar erscheinen jedes Jahr zum neuen Hauptkatalog 5 neue In-Color-Farben, die dann 2 Jahre lang gültig sind. Und deshalb sind es nochmal 10 In-Color-Farben, die dazukommen. Und dann noch die Basisfarben wie Vanillepur, Grundweiß und Schwarz. Und ich hatte es ja kurz erwähnt, innerhalb einer Farbe gibt es dann Farbkarton, Stempelkissen, Stifte, Pailletten, Schleifenbänder, alles auf diese Farbe abgestimmt, sodass ihr dann nachher, wenn ihr bastelt, nicht nach dem richtigen Grünton suchen müsst, sondern wenn ihr irgendwas in Gartengrün gebastelt habt, eine Karte und denkt, da fehlt noch eine Kordel, dann nehmt ihr euch eine gartengrüne Kordel und die passt dann perfekt zu dem Papier. Ja, und das zeige ich euch jetzt anhand von ganz einfachen Karten. Es gibt ab dem 1.5. den neuen Jahreskatalog von Stamping Up und da drinnen zeigt Stamping Up Beispiele, wie man ganz schnell und einfach Karten basteln kann, wenn man innerhalb einer Farbfamilie bleibt. Und diese Karten, die bastel ich jetzt mit anderen Farben und Papieren nach. Und dann kann ich euch auch noch mal zeigen, wie das aussieht, wenn die Produkte alle farblich aufeinander abgestimmt sind. Wir fangen nämlich an mit dieser Farbe. Und zwar sind das Prachtfarben. Ich habe hier Olivgrün, Gartengrün und Terrakotta. 3 Prachtfarben, das gehört nicht dazu. Und das dazugehörige farblich passende Designerpapier. Und hier habe ich dann nochmal Terrakotta als Grundfarbkarton. Und wenn ihr dann nämlich ein Band zu der Karte dazu machen möchtet, dann seht ihr hier das Gartengrün, das passt perfekt dazu, zu dem Designerpapier in Gartengrün. Hier, das ist beides Terrakotta. Und dann habe ich hier auch in den Olivgrün, habe ich hier auch nochmal ein Beispiel. Das ist ein Schleifenband in Olivgrün und hier die passenden farblichen Akzente. Außerdem gibt es auch noch Stifte. Hier, das ist der in Terrakotta, farblich passend. Ja, und jetzt geht es aber los. Wir basteln die erste Karte und ich habe hier immer einen Kartenaufleger mit dem Maßen 10 x 14 cm. Das habe ich jetzt für jede Farbe schon mal vorbereitet, weil ich später dann diese Karten auf eine weiße Grundkarte kleben möchte. Und dann kann man hier drin auch gut schreiben. Im Katalog ist es vorgesehen, dass ihr die ganze Karte in dem Farbkarton macht, aber das ist mir immer ein bisschen zu dunkel. So, und die erste Karte oder die ersten Kartenidee, da braucht ihr dreimal das gleiche Designerpapier und einmal eine Grundkarte halt in einem der Designerpapiere. Ich habe mich hier für Terrakotta entschieden und dann haben sie Streifen von Designerpapier zugeschnitten und zwar immer die gleiche Größe. Müssen wir jetzt einmal überlegen, die Karte ist ja 14 cm lang mit ein bisschen Rand. Nehmen wir uns jetzt einen 13 cm langen Streifen und wir haben ja
hier 10 cm Platz. Dann machen wir mal 2,5 cm breite Streifen. Und das machen wir jetzt mit allen drei Designerpapieren. 2,5. Und dann noch in Olivgrün. Das ist verrutscht. Das legen wir uns einmal kurz beiseite. Ach, den einen habe ich nicht gekürzt. So. Und dann, ich glaube, ich den Terrakotta mache ich einen Rand, die zwei grünen zusammen. Genau, so klebe ich sie auf. Damit es immer ein bisschen interessanter wird, würde ich ja wie immer mit Dimensionals die Designerpapiere oder irgendwas aufkleben, damit das ein bisschen erhaben ist. Das machen wir jetzt hier auch mal. Da mache ich dann 3 Stück drauf. Müssen nur nachher aufpassen beim Aufkleben, weil wir die dann natürlich nicht mehr verrutschen können wie bei dem Flüssigkleber. Und hier das dritte Papier. Das dauert immer ein bisschen, die abzuziehen. So. Und ich fange mit dem in der Mitte an. Versuche ihn gut zu platzieren, ohne meinen Kopf über die Karte zu halten. Ich glaube, es ist nicht ganz gelungen, aber so. Und das dritte, und ihr seht schon, das macht wirklich viel aus, wenn man das erhaben aufklebt. Und jetzt werden wir noch einen Spruch drauf stempeln. Und dann nehmen wir uns ein bisschen Restepapier und die Farbe in der Grund- oder die Farbe der Grundkarte. Das ist Terrakotta gewesen. Und dann habe ich hier aus dem Set kunstvoll koloriert beste Wünsche. Und dann stempeln wir uns das hier einmal hin. Und dann stanzen wir uns hier mit dem Oval Du. Die geht aus dem Programm, die Stanze. Stanzen wir uns hier einmal das Etikett aus und halbieren wir das. Und dann kleben wir uns das hier dran. Im Katalog haben sie ein anderes Oval genommen. Aber auch das Etikett dann halbiert, dass es nicht zu groß ist für den Schriftzug. Und dann kann man das hier hinmachen. So, einmal aufkleben und später dann auf eine Karte setzen. Ja, und das ist die erste Karte. Und dadurch, dass das alles Ton in Ton ist, passt das sehr harmonisch zusammen und auch die Farben. Wenn ihr innerhalb von einer Farbfamilie bleibt, dann müsst ihr gar nicht so viel überlegen, ob die Farbe zu der Farbe passt. Das harmonisiert dann immer ganz schön. Jetzt einmal aufräumen. Alles zur Seite. Und dann geht es mit der nächsten Karte und der nächsten Farbfamilie weiter. Als nächstes nehmen wir uns die Signalfarben vor.
Das ist einmal Flamingo-Rot und Osterglocke. Das sind die beiden Farben, die ich benutzen möchte. Und das Kartenbeispiel aus dem Katalog ist sehr simpel. Und zwar wieder eine Grundkarte. Und dann fangen wir mal damit an, mit dem Flamingo Rot. Da machen wir uns dann eine kleinere Karte. Wir haben hier 10 cm Breite. Dann nehmen wir hier 8 cm. Und dann haben wir 14 cm. Deshalb nehmen wir hier 12. Also 2 cm kleiner. Ein bisschen runterrutschen. Und dann nehmen wir hier, das wird etwas größer oder länger, dann nehmen wir 13 cm und dafür schmaler. Was hatten wir hier? 8, dann nehmen wir hier 7, na sogar 6. 6 cm. Dann kommt das wieder zur Seite und dann kleben wir uns das auf. Die beiden kleben wir uns direkt aufeinander. Soll ich nur so ein bisschen rausgucken und dann das Ganze mit Dimensionals aufkleben, 5 Stück. So, und dazu haben sie ein Band genommen. Ich habe hier ein zweifarbiges in Weiß und Osterglocke. Da machen wir uns dann eine Schleife. Es müsste wahrscheinlich noch mal einmal glatt gebügelt werden. Einmal abschneiden, das kommt dann da unter. Und wir brauchen noch einen Spruch. Da haben sie einen länglichen Spruch genommen. Dann nehme ich einmal zum Geburtstag. Und zwar in der Farbe der Grundkarte wieder. Schneiden wir uns einmal mit dem Schneidbrett zurecht. So, dann haben sie einen Banner gemacht oder vielmehr ein Fähnchen. Das mache ich jetzt auch. Und dann kleben wir uns das auch auf. Da nehmen wir 2 Dimensionals. Ihr könntet jetzt die Schleife mit einem Glue-Dot festmachen. Ich mache einfach ein bisschen Flüssigkleber hin. Dann haben sie die Schleife darunter gesetzt, aber sie ist ein bisschen größer, damit sie auch oben und unten rüber gucken kann. So. Müssen wir auch richtig sortieren hier. So. Und auch das zeige ich euch nochmal auf einer weißen Grundkarte. So wäre die Karte dann fertig. Und jetzt wieder einmal aufräumen und dann geht's zur nächsten Farbfamilie. Die nächste Farbfamilie sind die Neutralfarben. Hier auch wieder eine Grundkarte
mit dem Maßen 10 x 14 cm in Schiefergrau. Da haben wir hier zweimal das Designerpapier in Schiefergrau, einmal in Anthrazitgrau und dann nochmal Espresso etwas als Akzent. Das zeige ich euch dann gleich nochmal. Wir fangen jetzt erstmal an, diese hier zurechtzuschneiden. Und zwar, wir haben 10 cm, dann machen wir jetzt auf 8,5. Und zwar alle drei erstmal. Dann vergesse ich es nicht. Die sind alle gleich breit. So. Und auch der ist gleich breit. Und dann haben wir ja 14 cm in der Höhe. Ja, 4 cm. Ich probiere es mal mit 4 cm. So, und der Streifen wird kleiner, da machen wir nur 2 cm. So, jetzt wieder alles vom Schneidbrett runter. Dann nehmen wir uns die Grundkarte und ordnen uns das erstmal an und gucken, ob uns das so gefällt. So ist es gedacht. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen, vielleicht hätte man es ein bisschen größer machen müssen, damit es genau so, obwohl. So soll es dann drauf auf die Karte. Ja, vielleicht hätten wir es ein bisschen breiter machen müssen, aber, also tiefer, damit es exakt so ist, aber so geht es auch. Dann klebe ich mir die jetzt hier erstmal auf. Die hellen. Ups, eins kommt hier fast an den Rand. Und dann kommt das hier versetzt oben drüber. Und den kleben wir mit Dimensionals auf, und zwar so, dass wir noch mal ein anderes Design haben. Das kommt hier ganz an den Rand gesetzt. Und dazu dann jetzt noch den Spruch. Und der wird dann ganz ausgestanzt mit der Stanze. Und dann nehmen wir uns Schiefergrau, wieder die Farbe der Grundkarte, einmal und ein Hallo. Wieder ein bisschen Schmierpapier. Das war schlecht gestempelt. Jetzt habe ich hier nämlich ein Oval über, aber das macht nichts. Und das, der Spruch kommt dann hier auf den Streifen drauf. Es wäre wahrscheinlich das Oval besser, weil das im Beispielkatalog oder im Katalog das Beispiel, das Oval ist viel größer. Aber dann klebe ich mir das hier so hin und dann sieht das auch ganz schick aus. Und auch die zeige ich euch, wie sie auf einer Grundkarte in Grundweiß wirkt. Genau, und das ist dann die dritte Karte und die dritte Farbfamilie. Jetzt räume ich wieder auf und dann gibt es die letzte. Bei der letzten Karte brauchen wir wieder nur zwei Farben. Ich habe hier Lindgrün und Heideblüte aus der Farbfamilie Pastellfarben. Wieder 10 x 14 cm und dann nehmen wir den dunkleren Ton. Hochkant. Dann nehmen wir
immer eine schwierige Entscheidung. 8 cm mal 12 und das Ganze nochmal. Zentimeter und 8 cm und dann kommt auf die Grundkarte erstmal die dunklere Farbe. Und zwar ein bisschen so versetzt. Und dann die Tonfarbe zur Grundkarte. Mit einem Menschennetz. Und die kommt dann etwas so schief gesetzt drauf. Und in der Farbe diesmal vom dunklen Designerpapier, Heideblüte, den Spruch zum Geburtstag. Den schneide ich mir diesmal per Hand aus. Habe es natürlich nicht gerade geschafft. Ein bisschen Knick in der Pupille. Und da machen wir uns jetzt hier nur so einen kleinen Schnitt rein und dann können wir das aufkleben. Und hier haben Sie noch so kleine Farbakzente drauf gemacht. Ich habe jetzt aber in den zwei Farben keine Farbakzente. Und hier seht ihr, das passt nicht ganz so olivgrün, aber ich mache es jetzt mal drauf, hier die hellere Farbe, damit ich euch mal zeigen kann, wie sie es im Katalog gedacht haben. Aber da seht ihr schon, dass wenn das nicht haargenau Ton in Ton ist, dann ist es immer so ein bisschen schwierig und nicht ganz so einfach, das, den richtigen Ton zu finden. Aber wenn das alles in Heideblüte ist und alles in Lindgrün, dann passt das sehr harmonisch zusammen. Ja, das war jetzt die vierte Karte und ich zeige sie euch alle nochmal zusammen, die Aufleger. Haben wir aus allen Farbfamilien eine Karte gezaubert und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!